und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute seit sehr langer Zeit mal wieder ein Book Haul bzw. die Neuzugänge aus den letzten Monaten für euch. Es sind einige Rezensionsexemplare, auch ein paar, die ich mir selber gekauft habe. Und ich dachte mir, es ist einfach mal wieder recht interessant, was so bei mir in der letzten Zeit eingezogen ist. Es sind auch sehr, sehr viele aktuelle Titel, also eigentlich nur. Ich bin nämlich momentan an dem Punkt, dass ich gar keine Lesekapazitäten habe, ältere Bücher zu kaufen, weil ich so viele von den Neuerscheinungen einfach super interessant finde und dann natürlich eher zu denen greife. Schreibt mir mal, wie das bei euch ist, ob ihr auch eher tendenziell die neuen Bücher kauft oder auch schon welche, die ihr einfach nicht gelesen habt, als sie rausgekommen sind und die jetzt noch kauft. Bei mir war es früher tatsächlich andersrum. Also ich habe eher ältere Titel gelesen und nicht die aktuellen. Fangen wir mal an mit einer großen Liebe von mir. Das ist einfach so, weiß ich nicht. Also seit ich ihn getroffen habe und ihn interviewen durfte, ist meine Liebe für ihn einfach noch größer. Und zwar geht es um Etikus. Das ist The Truth About Magic. Gedichte und Notizen, also jetzt praktisch die deutsche Ausgabe von Bold. Und dabei ist es dieses Mal aber so, dass sie die Originaltexte drin gelassen haben. Teilweise. Also, ich glaube nicht immer, aber bei vielen sind eben noch die Originalen dabei. Was ich sehr cool finde, so hat man eben beides in einem. Und viele mögen ja auch dann übersetzte Gedichte nicht so gerne wie das Original. So hat Bold hier eben beides kombiniert, was ich sehr cool finde. Und teilweise ist es ja auch so, dass die Gedichte auf Deutsch nochmal ganz anders klingen oder einen ganz anderen Vibe bekommen. Eben weil ich finde, die Sprache einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie Poetry wirkt. Ich kann euch auch mal die englische zeigen. Wenn ich sie finde. Das wird schwierig. Ich hab sie, ich hab sie. Hier haben wir die englische Ausgabe und wie ihr seht, haben sie auch Cover zum größten Teil übernommen. Ich mag die deutsche sehr gerne, hat einen sehr schönen Fühleffekt und ist eben so matt rau mit ja, Prägungen und so. Richtig schön. Dann geht's weiter mit das Think Like a Monkey Prinzip. Nee. Monkey. Ja, denke wie ein Affe. Genau, so wird das Buch heißen. Das Think Like a Monk Prinzip von Jay Shetty. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal über ihn in irgendeinem Neuerscheinungsvideo oder so geredet. Jay Shetty ist eigentlich ein YouTuber und er hat auch einen Podcast und ist eben sehr auf Achtsamkeit und solche Themen eben spezialisiert. Und hier geht es eben darum, die innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben zu finden. Und, oh, hier ist sogar ein Zitat von Ellen DeGeneres drauf, sehe ich gerade. Wer könnte dir besser helfen, Sinn für dein Leben zu finden, als ein Mönch? Für alle, die besser leben und ihr volles Potenzial nutzen wollen, sind Jay Shettys Erfahrungen und Weisheiten unbezahlbar. Also, ich nehme aus Jay Shetty seinen Videos immer sehr, sehr viel mit und ich denke, so wird das jetzt auch bei dem Buch sein. Ich bin super gespannt. Also das hat hier sehr, sehr interessante Kapitel, also Identität, Negativität, Angst, Intention, Atmen, Dankbarkeit, Beziehungen und ja, ich bin super gespannt. Habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Dann ein Buch, was ich auch schon sehr oft auf dem Kanal erwähnt habe, ohne dass es überhaupt raus war, ist von Anne Freitag Aus schwarzem Wasser. Das ist der erste Thriller von Anne Freitag und ich war natürlich total gespannt hierauf. Und wie ihr seht, habe ich auch schon ja, so ein Drittel, würde ich sagen, gelesen. Und ich kann euch sagen, dieses Buch ist von der ersten Seite an unfassbar spannend. Also gestern Abend habe ich eine Szene gelesen, mir ging so das Herz, also es war echt krass. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert bis hierher und es ist super interessant von der Thematik. Es geht um den Tod der Innenministerin, was ja wahrscheinlich kein Unfall war und ihre Tochter Maya war dabei und
Die ist eigentlich bei dem Unfall gestorben, wacht aber im Leichenraum des Krankenhauses wieder auf und ihr geht's gut. Und ja, was das alles so auf sich hat und warum dann auf einmal auf der Welt verschiedene Naturkatastrophen passieren, das ist so ein bisschen Thematik dieses Buches und ich bin sehr gespannt. Das ist wirklich wieder so richtig catchy, man will das einfach direkt durchsuchen, weil es so spannend ist. Und wo wir schon einmal bei Anne Freitag sind, geht's gleich weiter mit Das Gegenteil von Hasen. Das musste ich mir auch direkt kaufen, als es endlich raus war. Das ist Anne Freitag ihr neues Jugendbuch. Und ich glaube, das habe ich auch schon im Currently Reading erwähnt, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mehr zu der Handlung wissen wollt. Es ist wieder sehr schön aufgemacht, finde ich, und bisher auch sehr, sehr spannend. Also hat auch ein bisschen hat auch so ein bisschen Krimi-Vibes, weil man eben herausfinden möchte, wer den Laptop von Julia in dem Fall geklaut und dann Blogbeiträge von ihr veröffentlicht hat, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren und sehr private Inhalte hatten. Und das erfährt man in dem Buch auch so ein bisschen im Verhörstil. Also es sind immer so Gespräche mit der Schulleiterin und so weiter mit dabei. Mir fällt gerade auf, dieses Video ist sehr DTV-lastig, was aber auch daran liegt, dass mich das Verlagsprogramm von DTV bzw. Bold für den aktuellen Zeitraum super angesprochen hat. Also es waren so viele tolle Titel dabei, die ich einfach lesen wollte. Deshalb haben wir hier Nur mit dir von Emily Turgeon. Ich glaube, die Autorin ist französisch, deshalb wahrscheinlich Turgeon. Aber I don't know. Ich frische gerade wieder mein Französisch auf, also vielleicht bessert sich das in nächster Zeit mit meiner Aussprache. Das Buch hat mich schon direkt angesprochen, weil hier hinten ein Zitat von Coldplay draufsteht. And I will try to fix you aus Fix You. Hier geht es um Roxanne, die ihr Gehör nach einem Erlebnis verloren hat, wo sie selber eigentlich gar nicht so genau weiß, was passiert ist, nur dass sie danach nicht mehr hören konnte. In dem Buch trifft sie dann auf einen Jungen, und zwar Liam. Liam? In Liams Gegenwart kann sie auf einmal wieder hören und das ist zuerst super schockierend für sie und sie weiß gar nicht, woher das kommt und warum. Aber sie stellt dann eben fest, dass es immer nur dann ist, wenn sie in Liams Gegenwart ist. Und so ist dann eben die Frage, warum er die Kraft zu haben scheint, sie zu heilen. Und ich bin ja kurz vor der Hälfte, würde ich sagen, und mag es bisher auch super gerne. Sehr schöner Schreibstil, ich finde das mit der Gebärdensprache sehr cool. Also die ist in dem Buch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich in Gebärden heißen würde. Die übliche Syntax wird eben dabei weiterhin genutzt. Aber man weiß durch die kursive Schreibung, dass es sich um Gebärdensprache handelt. Und ja, es ist sehr cool gemacht. Ich mag es sehr gerne und kann es auch nur empfehlen. Ist so in Richtung Liebesgeschichte, Jugendbuch, aber überhaupt nicht kindisch oder so bisher. Also ich kann es bisher nur empfehlen. Dann haben wir noch It Was Always You von Nicola Hotel. Ich bin der Meinung, dieses Buch war sogar in der Spiegel-Bestsellerliste und gerade ist der zweite Teil davon rausgekommen. Besonderheit hierbei ist so ein bisschen dieser Handlettering-Aspekt. Das ist super schön gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall bald lesen. Es ist anscheinend sehr, sehr gut angekommen. Ich weiß gerade auch leider gar nicht, worum es geht. Es ist schon ein bisschen länger jetzt bei mir eingezogen. Aber ich dachte mir, es ist dennoch ziemlich aktuell, eben weil jetzt gerade der zweite Teil rausgekommen ist. Super schön gemacht auf jeden Fall. Ah, anscheinend geht es hier aber um eine Stiefgeschwister-Liebesgeschichte. Ist ja nicht ganz mein Fave. Aber ich lasse mich gerne überzeugen. Ein Buch, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, ist von einem meiner inspirierendsten Autoren neben Atticus. Und zwar John Strelicky. Von ihm ist jetzt, was ich gelernt habe, Erkenntnisse für ein glückliches Leben erschienen. Und das ist ein Buch, was sich auch wieder meiner Meinung nach sehr, sehr gut als Geschenk eignet. Das ist so schön aufgemacht. Kostet auch dementsprechend 18 Euro, hat ein Lesebändchen und ist eben sehr schön illustriert, auch mit verschiedenen typografischen Elementen wurde hier gearbeitet und sehr dickes Papier, fühlt sich einfach alles sehr qualitativ hochwertig an
Und bin mir sicher, der Inhalt wird das auch wieder sein. Hier sind eben verschiedene Kapitel dieses Mal. Liebe, Beziehungen, Glück, Erfolg, Natur, Persönliches, Herausforderungen und so weiter. Bin sehr gespannt, was mir Joan Strelicki diesmal mit auf den Weg geben wird. Ein Buch, was ich zugeschickt bekommen habe in einer super coolen Aufmachung, denn es ist ein Festivalbuch, sage ich mal. Es spielt nämlich auf dem Glastonbury in die Richtung Jugendbuch, New Adult, ich glaube so ein bisschen Zwischending. Und das ist von Lea Korplin, Für eine Nacht sind wir unendlich. Und hier war eben so ein Festivalbändchen dabei, die Playlist und richtig süße Polaroids. Und hier hinten steht ein Zitat von Anne Freitag drauf. Oft sind es die Kleinigkeiten, die aus einem guten Buch ein richtig gutes Buch machen. Für eine Nacht sind wir unendlich, ist so eines. Und ja, Leute, also das ist halt so mein Buch. Das ist einfach, das schreit nach mir. Die treffen sich auf dem Festival und haben nicht mehr viel Zeit, weil einer von beiden, ich weiß gar nicht, am nächsten Tag wieder zurückfahren muss, aber sie spüren eben diese Funken zwischen sich und ja, es klang einfach super gut, als ich das in der Verlagsvorschau gesehen habe. Und der Boy heißt Jonah und ihr wisst ja, meine Liebe zu Why Don't We, auch wenn die in der letzten Zeit nicht mehr so krass präsent war, weil Why Don't We auch nicht präsent war, aber in mir drin ist die Liebe noch da und ja, wenn ich an Jonah denke, habe ich halt direkt ein Bild vor mir und das ist ein sehr, sehr tolles. Also ich bin super gespannt. Last but not least von Holly Byrne war es das jetzt. Beziehungsstatus kompliziert. Das hatte ich euch auch schon in meinen Top-Neuerscheinungen von DTV gezeigt. Hier geht es eben um den Erwartungsdruck bei Beziehungen und Instagram perfekter Selbstdarstellung. Dabei geht es eben darum, dass der Freund der Protagonistin sich weigert, das Thema Zukunftsplanung anzusprechen und all ihre Freunde scheinen so viel glücklicher als sie. Sie fragt sich dann eben, war es das jetzt? Und ja, so geht es hier ein bisschen um die Beziehung. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ja heutzutage schon dieser Druck auch von außerhalb so ein bisschen ist, was eigentlich total doof ist und sehr interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt und mag auch das Cover und die Farbe super gerne. So, das waren jetzt unglaublich viele Bücher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne, ob ihr auch eins der Bücher habt oder welches euch am meisten interessiert. Ich bin super gespannt und verlinke euch auch wieder alle in der Infobox. Dann könnt ihr da nochmal Klappentexte durchlesen, wenn euch eins näher interessiert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!